to y'all, and thank y'all for coming. Today's ceremony marks a bittersweet occasion. One of the finest darn builders to ever grace this humble town will be leaving all of us, but he's off to a well-earned retirement. A few words, Mason? It appears our dear Mason is overwhelmed with emotion. Come on, folks, lighten up. A toast then to Mason and to new beginnings for the future of Sandrock. Und ja, da heiße ich euch herzlich willkommen zurück bei Mind at Sandrock. Aber ich muss sagen, schöne Musik von Cooper und Tobe. Ja. Voll, die singen und die anderen hauen ab. Ja, wow. Somehow this doesn't feel like a party. Come on, y'all. The music's great. Let's have some fun. We can worry about the town's prospects later. Why, yes, Owen. There's no need to worry about our prospects, as we have no prospects to worry about. Hey, Gramps. You're killing the vibe, man. What's with all the doom and gloom? Sandrock is on the up and up, you hear? Soon, everything's gonna be smooth sailing. I truly believe it. Schwarzmalerei. Justice is right. We have a lot to look forward to. Two new builders. Trudy's close to a breakthrough. Everything will be all right for Sandrock. Ja, das glaube ich auch. Alles wird gut für Sandrock. Auf Deutsch gesagt Sandstein. So, wie auch immer, das war die Hauptstory. Und jetzt haben wir zwei Nebensachen aus Schatten gemacht. Und Sandkarpfen. Ich würde gerne die E-Mail lesen. Von einem Brief. Lieber Diesel. Es war ziemlich cool, wie du die Bühne nach dem Sandsturm wieder aufgebaut hast. Tatsächlich hast du seit deiner Ankunft hier viele coole Dinge getan. Schon jetzt sieht Masons altes Haus viel besser aus als zu seiner Zeit davor. Die Art und Weise, wie er seinen Garten mit Müll dekoriert hat. Ich meine, du musst zugeben, es war originell, aber es war einfach nichts für mich. Du bist auch viel netter als er. Mir gefällt, wie du immer hart arbeitest und den Leuten hilfst. Das ist eine erfrischende Abwechslung. Wenn alle Menschen in der Welt mehr wie du wären, nun ja, zumindest hätten wir viele Bühnen. Jedenfalls hier ist ein Opel. Du musst dich nicht bedanken. Opel? Opal. Ah, okay. Ich hoffe, er kann die Art von Kumpel sein, bei der du sagst, oh, wie der Name schon sagt. Opal. Lapo? Ja, okay. Danke, das ist so seltsam. Schick mir keine Briefe mehr. Nein, ich bedanke mich natürlich. Alles gut. Brief von Ma. Ah, oh, Nia ist vorbeigekommen. Sie kommt gut zurecht und lernt bei Dr. Lu. Ich glaube, er heißt so. Du musst sie selbst fragen, wenn du mehr wissen willst. Sie haben etwas mit dem Baum gemacht, auf dem du immer gespielt hast. Er sieht besser aus. Vielleicht können wir dir ein Foto machen. Angesichts deines Vaters und seiner Bonsai-Bäume und deiner Freundin mit ihren eigenen Gartenkünsten fühle ich mich langsam ein bisschen ausgeschlossen. Vielleicht werde ich ein paar Erbsen anbauen. Diese richtig knackigen Erbsen, die aufplatzen, wenn man sie öffnet. Wie heißen die denn? Da muss ich einen der Experten fragen. Auch bei den Decken gibt es keine Neuigkeiten. Als ich das letzte Mal nachgesehen habe, waren sie in Atara. Hoffentlich bedeutet das, dass sie auf dem Weg sind. Mama. Die Leute hier gärtnern auch gerne mal. Mir gefällt das. Ich hasse Gärtnerei, ich will nur bauen. Man nennt sie Zuckererbsen.
Ja, genau. Man nennt sie Zuckererbsen-Mama. Du kannst versuchen, sie anzubauen, aber das ist nicht so einfach. Viel Spaß. Ja, wir haben noch gar nichts an dem Boot in der Richtung. Ach, mein Kater ist ja hier. Forschungszentrum. Yes. Wir haben es geschafft. Haushaltsschleifmaschine gelernt. Sehr gut. Jetzt können wir auch Schleifmaschine bauen. Finde ich gut. So, und was ich gerne noch machen möchte, ist erstmal Sandkarpfenangeln. Wir gucken mal, wo unser Angel ist. Angel, Angel, Angel. Wo bist du? Habe ich dich in der Kiste geschmissen? Bestimmt. Weil Salz habe ich ja bekommen, nur für das da. Wo ist meine Angel? Wo bist du? Wo habe ich dich hingeschmissen? Was habe ich dir angetan? Wo ist meine Angel? Bin ich blind oder was? Ihr seht das bestimmt. Ich noch nicht. Ich muss suchen. La 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 la. Ja, irgendwie habe ich meine Angel verloren. Ernsthaft? Ich habe meine Angel verloren. Ich sehe sie nicht oder ich bin blind. Ihr seht sie bestimmt, nur ich nicht, weil ich natürlich wieder blöd bin. Ja, das ist ja nichts Neues von mir, ne? Angel, ich grüße Sie. Wo sind Sie? Ich sehe Sie nicht. Jetzt hochkonzentriert da anschauen. Wo bist du? Halt. Hier sind auch Kakteen und das hier und bla. Wo ist die Angel hin? Ernsthaft? Wo ist die? Ich sehe die nicht. Ich bin blind. Was ist das denn? Für eine Sortierung. Da ist die Angel. Ja, das hätte ich mir auch denken können, ne, dass das so hässlich ist. Okay, sortieren tue ich dann offscreen wieder. Weil jetzt so... nee. So, dann kann ich doch vielleicht mal hier mit Holzreste was anfangen. Genau. So, einmal Holzreste. Einmal Steinschrott. So. Dann sollen sie mal arbeiten und ich füge dann noch Dinge hinzu. Einen Moment. Hier. Wasser. Zack. 70% wieder. Sehr gut. Dann noch die Angel. Die muss noch in der Leiste rein. Sonst kann man die nicht aktivieren. Und ich muss auch noch ein paar Würmer mitnehmen. Okay. Würmchen. Und das bei jenen Türmchen. Würmchen. Komm zu mir, Würmchen. So, sehr gut. Dann gehen wir mal eine Runde angeln. Sandangeln. Ich mag das Sandangeln überhaupt nicht. Das war bei Portia viel besser. Also im Sand angeln, das ist schon, weiß ich nicht. Nee, gefällt mir einfach nicht. Ich hätte mir da was Besseres vorgestellt als dieses komische, ja. Los, komm schon. Genau. Ein Sandkapf. So, jetzt bin ich mal gespannt. Die anderen hauen ab. Sehr gut. Wollen wir noch ein bisschen mehr? Und da kommt schon einer angefischt.
Hä? Nicht geklappt? Oh no. Ja, okay, gut. Wir brechen ab. Was? Ja. Wir haben schon zwei solcher Fische. Sehr gut. Und jetzt müssen wir die nur salzen. Und dann muss ich noch im Laden noch Salz kaufen. Um Leder herzustellen. Viermal. Da brauchen wir viermal Salz. So, wo ist denn jetzt der... Da, genau. Rückenling. Genau. Sehr gut. Sehr gut. Schnelles Herstellen. Sehr gut. Okay, das wird jetzt salzen. In der Zeit, wo das salzt, brauchen wir noch mehr Salz. Entschuldigt bitte, dass ich nicht mit Dings unterwegs bin. Mit... Ihr wisst schon. Diese Dinger da. So, viermal Salz. Wo war nochmal Salzkauf? Ich bin lost. Ich muss mal gucken. Kann man hier irgendwo sehen wegen... Nee, kann man nicht. Salz. War das hier vorne? Kann man hier... Konnte man hier Salz kaufen? Nein, nur Klamotten. Schade. Salz. Oh, ich hätte gucken müssen, wo man Salz herbekommt. Oh, nee. Da stand da bestimmt irgendwo. Und ich habe nie aufgepasst. Ich bin so lost. Auf jeden Fall werden wir das... Dings hier so weit ausbauen, wie es geht. Ich frage mich, wo Salz? Hier. Was? Ich brauche kein Salz. Ach hier, dafür brauche ich Salz. Oh, Tierfell. Ich brauche noch viel mehr. Da kriege ich bloß... Okay, hier steht Meersalz. Bei den Treppen Blue Moon zum Mitnehmen. Ah. Bei den Treppen von Blue Moon, oder wie? Ich schau mal rein. Und dann brauchen wir viermal Salz. Unbedingt. Und dann müssen wir noch ein bisschen Dinge schlachten. Treppen. Hier ist die Treppe. Da ist Blue Moon. Aber... Hä? Kann man nur hinsetzen, aber oder muss ich reingehen, um zu kaufen? Ich glaube ja, ne? Gut, dann gehen wir in den Saloon rein. Hier ist die Kasse. Sehr gut. Oh, das ist ja billig für... Ja, für so... Achso, nee, da ist mein Geld. Ich wollte gerade sagen, so viel Geld habe ich doch gar nicht. Aber hey, erstmal genug Salz. Finde ich ganz gut. Somit können wir jetzt noch ein paar Schafe zerlegen. Die sehen für mich aus wie Schafe. Könnt ihr sagen, was ihr wollt. Ich brauche noch viel mehr. Ja, Salz, ja, Fisch. Einer ist schon fertig. Sehr gut. Wo sind denn die komischen Dinger? Die schlachten wir jetzt ab. Seid dabei, staunt und sehet, wie ich kämpfe. Durch den dicken Bullen da. Noch nicht angreife, sondern erst später. Wir nehmen erstmal hier die Weißen. Na, Yaki. Hast du fein gemacht, Yaki. Sehr gut, Yaki. Ich liebe Yaki. Die platzen immer so schön auf. Wie so ein Yaki. Na, Yaki. Heute schon das gleich gesegnet. Mann. Entschuldigt bitte, meine Aussprache ist schlecht, ich weiß. Ich schäme mich ja selber dafür, aber was soll ich sagen? Also. So. Jetzt nimm mal hier diesen scheiß Huhn hier mal auf sich. Das schießt immer auf mich.
wie so eine Äxte. Ja, komm her. Ich mache euch alle Fleisch. Wenigstens ein bisschen Fleisch bekommen. Yeah. Komm her, du dicker Bulle. Komm her, Stufe 10 oder nicht? Ich krieg dich. Na? Wie sieht's aus? Bewegst dich ja immer noch. Der lässt bestimmt sehr viel fallen. Ich hoffe es. Komm. Komm her. Lass dich beboxen. Los. Bam. Yeah, überlebt. Wildes Alpha-Jackmehl. Yes. Wir haben 2 Punkte. Auf Kampf bestimmt. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Nahkampfwaffenschaden um 5% erhöht. Schaden Langstreckenwaffen. Ich würde gerne Langstrecken, aber ja. Ich weiß nicht, ob man alles hier, ne? Ich weiß nicht, ob man alles hier lernen kann. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, warte mal, 1 Punkt nur? Was gibt es? Okay, das andere ist bestimmt Wissen. Werkstatt, Erfahrung, Montage, bla bla bla. Maximal erhöhen die Werte durch Möbel, bla bla bla. Effizienz, Reinigung mit dem Staubwedel, bla bla bla. Mhm. Ja, okay. Mit dem Wassereinsparungswissen, da sollten wir zuerst hingehen. Da sehe ich mich zuerst. Wir wollen ja, ne, alles Treibstoff und bla, wir wollen ja sparen, ne? Also müssen wir auch beim Sparmodus bleiben. So, wir haben 5-mal Jackmilch. Da freut sich Mason bestimmt. Aber ich glaube nicht, dass er noch da ist, sondern er schon Schüstikowski gesagt hat. So, dann gehen wir mal den Fisch ab. Hier, hab Fisch, der riecht lecker und frisch. Derzeit, wo... Warte mal, einen kleinen Moment. Ich muss noch schnell was anderes machen. Genau. Sehr gut. Und jetzt können wir bestimmt... Machen wir jetzt hin. Genau. Jetzt haben wir... Jetzt können wir den Sonnenschirm bauen. Das ist mir jetzt ein bisschen unangenehm, aber wie stellt man jetzt einen Sonnenschirm her? Hier nicht. Hier auch nicht. Muss ich den aufwerten, um Sonnenschirm herzustellen? Oha. Wie stelle ich Sonnenschirm her? Muss ich Rezept erstmal holen, ne? Ach du Schiddel. Ich habe das Rezept gar nicht. Aber hier rechts aus Schatten gemacht. Okay. Ich gehe mal kurz in eine Handelsgilde und schau mal, ob da ein Rezept für Schirme gibt. Schirmchen, Schirmchen, wo bist du? Wenn's dich gäbe, dann sag es mir. Niete, Gürtel, Föhn, Lockenstab, Holzwasser, hölzerne Wassertasse, Fortschritt, eine Sandfischfalle, Einzelbett, Stuhl, Stuhl, Kupferlautsprecher, Bronzeklinge, Holzkiste, Tischuhr, Schießpulver, Bank, Stuhl, Bank, Babybett, Bücherregal, Feuerkörper, Ventil. Wie stelle ich jetzt einen Schirm her? Oh, das ist ja richtig gemein. Man hat das Rezept nicht, aber man soll einen Schirm herstellen. Sowas habe ich ja noch nie. Boah, nee. Das ist gemein. Brauche ich noch die zweite Werkbank? Ich kann mal weiter forschen lassen.
Vielleicht brauche ich gar die zweite Werkbank. Ich weiß es nicht. Haushaltsschleif. Pum, pum, pum. Die andere Werkbank. Das hier wäre dann mittlere Werkbank. Schmiedemaschine, Nähmaschine. Ich sollte vielleicht mal die Nähmaschine nehmen. Beschleunigen, geht das? Oh ja, da braucht man sehr viel. Also wenn man richtig viel beschleunigen will, braucht man sehr viel CDs. Und so oft gehe ich ja nicht in eine Mine rein. Das ist halt ja. Also müsste ich offscreen sehr viel reingehen müssen. Aber dafür brauche ich sehr viele Kisten, ne? Also so wird das nichts. So, dann gehen wir mal den Sandkarpfen. Gesalzenen Fisch, meine ich. Oh, hi, Mortimer. Thank you. Danke, junger Mann. Hat Hüviti gesagt, dass du mir das geben sollst? Sie ist zu nett zu diesen alten Knochen. Meine Güte, das ist aber ein schöner Fisch. Hm? Du hast ihn selbst gefangen, sagst du? Ist es nicht wundervoll, wenn man etwas komplett selbst macht? Hm. Ein gesalzener Fisch wird von jedem hart arbeitenden Menschen geschätzt. Er gibt dir Energie und hält dich den ganzen Tag auf Trab. Nun, ich weiß deine Fürsorge zu schätzen. Möchtest du vielleicht eine Tasse Tee mit mir trinken? Aber selbstverständlich, da sage ich doch nicht nein. Ich setze den Kessel auf. Nochmals vielen Dank. Oh, okay. Yeah. Ich hätte nicht erwartet, dass ein junger Mann wie du so viel Geduld hat, um Zeit mit einem alten Mann wie mir zu verbringen, der mit einem Fuß im Grab steht. Sandrock, Zedrock ist eine Stadt, die vom Unglück geplagt ist. Als du kamst, kehrte ein kleiner Hoffnungsschimmer zu mir zurück. Ich glaube, dass ich beim Wiederaufbau den Zedrock helfen kann. Warum bist du in Zedrock geblieben? Achso, nee, das... Ihr jungen Leute seid so voller Optimismus, dass ihr immer vorwärts geht und nie zurückblickt. Ha, ich weiß noch, wie ich früher diese Energie hatte, als ich noch... Sandrock hat viel durchgemacht, um heute hier zu sein. Und viele Menschen haben mit aller Kraft für diese Stadt gekämpft. Aber ich mache mir Sorgen, dass all diese Arbeit umsonst gewesen sein könnte. Madle und ich haben euch Handwerker jedenfalls sehr gern, als sich Sandrock entwickelte. Haben wir viele Handwerker angeworben. Sie waren fleißig und mutig, das stimmt. Sie bauten die Shonesh Canyon Brücke, die Feuchtigkeitsfarm und alles andere, was du jetzt um dich herum siehst. Aber das hatte seinen Preis. Die Auswirkungen auf unsere Umwelt waren verheerend. Yeah. Ich hoffe, du und Mian könnt euch vor Augen halten, dass die Umwelt die Grundlage für die nachhaltige Entwicklung ist. Aber vielleicht kommen meine Worte zu spät. Thank you. Nun, ich habe zu lange geredet. Ich werde dich nicht länger von deiner Arbeit abhalten. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, mit einem alten Mann zu reden. Du hast ein alterndes Herz erwärmt. Aber natürlich... Warum sollte ich den da sitzen und stehen lassen? Ne? Sehr gut. Dafür kriegen wir natürlich XP, XP, XP und so weiter und so fort. So, wie auch immer, ich suche immer noch das Rezept für einen Schirm. Und ich weiß nicht, wie ich dieses Rezept mit einem Schirm bekomme. Wie viele Tage habe ich noch Zeit? Steht hier nicht mehr. Super. Sehr gut. Wir wissen nicht, wie lange die Quest noch offen ist. Voll. Und ich weiß nicht, wie man einen Schirm herstellt. Da müsste ich mir offscreen mal ein bisschen schlau machen darüber.
Wir gehen erstmal nach Hause wieder im Spiel und dann verabschiede ich mich. Es ist schon wieder Zeit. Oh, kann ich hier spielen? Oh, schade, geht nicht. Oh, ich hätte so gerne gespielt. Aber naja, gut. Wenn das Spiel nicht so gibt, dann gibt es so nicht. Naja, wie auch immer. Wenn noch nicht geschehen ist, abonniert meinen Kanal. Aktiviert die Glocke, um keine weiteren My Time at Sandrock mehr zu verpassen auf meinem Kanal. Vielen Dank fürs dabei gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns am Morgen wieder bei My Time at Sandrock. Ciao mit V. Tschüss.